Hallo, lieber Löwe, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den Februar 2024. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Solltest du jetzt hier bei mir ganz, ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten. Lieber Löwe, so wie immer, beginne ich erst einmal damit, indem ich dir das Kartendeck vorstelle, was du vor dir siehst. Ich verwende zu Beginn für dich, das ist das Golden Art Nouveau Tarot. Und so wie immer verwende ich auch ebenfalls noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Jetzt würde ich sagen, lieber Löwe, starten wir mit deiner Legung jetzt für den Monat Februar und schauen mal, womit du konfrontiert wirst, was auf dich zukommt und was ebenso auch natürlich die wichtigen Hinweise sind für dich im Monat Februar. Denk bitte daran, lieber Löwe, das hier ist ein ganz, ganz allgemeines Reading. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen, okay? Okay. So, schauen wir doch mal. Löwe Februar. Also, was bringt jetzt der kommende Februar dem Löwe? Was bringt jetzt der Februar dem Kollektiv der Löwen? Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Also, Löwe, was kommt im Februar auf Löwe zu? Okay. Februar Löwe. Lass uns doch mal schauen. Weitere Einsichten bitte für Löwe. Weitere Botschaften. Okay. Jetzt für Löwe. Im Februar. Noch zwei Karten hätte ich sehr gerne für Löwe. Jetzt im Monat Februar. Noch eine. Eine Karte bitte noch für Löwe. Okay, super. Alles klar, lieber Löwe. Das Ganze lege ich dir natürlich erst einmal so wie immer ordentlich in die Kamera. Und dann starten wir mit deinem Reading. Ist jetzt nur, damit das zumindest jetzt einigermaßen ordentlich im Bild liegt. Mir ist es immer ganz, ganz wichtig, dass es hier zumindest einigermaßen ordentlich ausschaut, ne? Da hast du ja ebenfalls auch was davon. So, okay. So, lieber Löwe, ich beginne und zwar mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Und da kann man sagen, das ist jetzt für dich im Februar die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Aber wie dem auch sei, lieber Löwe, die Karte hier drunter enthält für dich im Februar auf jeden Fall wichtige Hinweise. Ja, also diese Karte ist auf jeden Fall schon von Bedeutung. Wir gucken mal, was haben wir hier zu Beginn für dich? Oha, okay, das sind jetzt hier die Liebenden. Also, lieber Löwe, es kann zum einen natürlich bedeuten, dass es bei dir im Februar um eine ganz bestimmte Verbindung geht, vielleicht auch um eine ganz bestimmte Beziehung. Ja, weil die Liebenden stehen für Verbindungen. Ne, da geht es ja ebenfalls auch darum, aus vollem Herzen Ja zu sagen zu etwas oder aber zu jemandem. Na, grundsätzlich kann man hier bei der Liebenden sagen, es ist die Zeit gekommen für eine Entscheidung aus dem Herzen heraus. Ja, es kann also auch wirklich sein, lieber Löwe, dass du vor einer Herzensentscheidung nun stehst. Ja, grundsätzlich kann man sagen, es geht darum, wirklich das zu tun, was dir gut tut mit den Liebenden. Ja, natürlich kann es hier ebenfalls aber auch um eine Verbindung gehen, oder vielleicht auch um eine Beziehung, ne? Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie sich das Ganze jetzt hier für dich entwickelt. Ich muss dir sagen, die Liebenden ist für mich nicht unbedingt eine klassische Partnerschaftskarte, ne? Wir müssen gleich mal gucken, wie es weitergeht. Lass mal schauen, was haben wir drunter? Das ist der Tod. Okay, interessant. Es kann jetzt also wirklich bedeuten, dass es für dich darum geht, Abschied zu nehmen und dann wirklich ja Entscheidungen zu treffen aus dem Herzen heraus, lieber Löwe. Es kann also sein, dass du bisher wirklich vielleicht einen Weg eingeschlagen hast, von dem du eigentlich weißt, nee, da ist nicht ganz so passend. Zum Beispiel in der Liebe, zum Beispiel im beruflichen Bereich. Oder aber hast du dich vielleicht einer Sache gewidmet und nun ist es an der Zeit, das Ganze loszulassen. Der Tod ist also ein Übergang von einer Situation in eine nächste, kann man sagen. Mit den Liebenden geht es hier auf jeden Fall um Entscheidungen aus dem Herzen heraus und darum natürlich aus vollem Herzen Ja zu sagen zu etwas oder aber zu jemandem. Interessant. Okay.
Ja, das sind die Zwei der Kelche, lieber Löwe. Und bei den Zwei der Kelchen geht es auf jeden Fall natürlich um Beziehungen bzw. Partnerschaften. Hier haben wir sie. Ne? Und dadurch, dass wir jetzt hier in der Mitte den Tod haben, würde ich jetzt bis jetzt erstmal nicht unbedingt sagen, dass hier eine Beziehung zu Ende geht. Das, also soweit bin ich jetzt wirklich noch nicht. Wir müssen, wie gesagt, mal schauen, wie sich es entwickelt. Aber ich würde jetzt erst einmal wirklich sagen, dass hier zumindest eine Verbindung, eine Art Transformation erfährt. Ja, es kann also sein, dass in einer Verbindung zum Beispiel wieder mehr Leidenschaft reinkommt, dass man wieder mehr Pep reinbringt, zum Beispiel auch, dass man wieder mehr Intimität erfährt in einer Partnerschaft. Ja, das ist ja durchaus möglich, lieber Löwe. Ne? Also hier kann es wirklich bedeuten, eine Verbindung oder aber sozusagen etwas in einer Verbindung wird hier umgewandelt. Ja, etwas, so wie es möglicherweise bisher gelaufen ist, kann es möglicherweise auch einfach nicht weitergehen. Ne? Und der Tod spricht nun wirklich für eine Art Übergang. Manchmal allerdings steht der Tod auch für eine Art Wiedergeburt. Also hier kann es auch wirklich bedeuten, dass innerhalb einer Verbindung oder aber Beziehung die Leidenschaft, das Feuer neu entfacht wird. Das ist durchaus auch möglich. Aber wie gesagt, wir gucken mal, lieber Löwe, wie sich das Ganze jetzt hier für dich entwickelt. Ich beginne mit der ersten Karte für dich. Für den Monat Februar. Das ist ebenfalls natürlich auch die Einstiegskarte. Und da haben wir jetzt hier die Sechs der Münzen. Bei den Sechs der Münzen darf hier natürlich auch etwas in die Balance, in den Ausgleich gebracht werden. Wir haben jetzt hier eine zweite Sechs. Mit den Liebenden haben wir jetzt hier ebenfalls eine Zahl Sechs. Also die Zahl Sechs kann jetzt für dich eine wichtige Bedeutung haben im Februar. Zum Beispiel der 6. Februar, vielleicht der 15. Februar oder der 24. Februar. Na, das sind vielleicht wichtige Tage für dich im Februar. Aber auf jeden Fall ist die Zahl 6 wieder zurückzuführen auf die Liebenden. Ne? Ja zu sagen aus vollem Herzen, Entscheidungen treffen aus dem Herzen heraus, das zu tun, von dem man weiß, es ist richtig, auch wenn es eventuell bedeutet, dass man vielleicht hier eine Partnerschaft loslassen darf. Ja? Oder vielleicht sich trennen darf und so etwas in der Richtung. Ne? Wie gesagt, wir müssen mal schauen, wie sich es entwickelt. Aber grundsätzlich die Zahl 6, jetzt hier im Tarot, in der kleinen Arkana, das ist zumindest wirklich eine sehr beruhigende Energie. Ne? Da kommt, das ist eine beruhigende Energie. Es geht um Balance. Ne? Also das wird auf jeden Fall für dich jetzt im Februar auch eine wichtige Rolle spielen. Also es kann auch sein, lieber Löwe, auch im finanziellen Bereich, dass sich deine Finanzen in gewisser Weise wieder, naja, beruhigen. Ne? Dass du vielleicht unterstützt bekommst, dass hier etwas in den Ausgleich kommt, dass du vielleicht eine Rückzahlung bekommst. Ne? Vielleicht ist es so, dass dir jemand etwas schuldet, ne? Und das wird zurückgezahlt. Oder aber du bist dann in der Lage, anderen zu helfen, anderen vielleicht auch etwas zurückzugeben, etwas zurückzuzahlen. Ne? Weil wir haben hier wirklich das Geben und Empfangen im Gleichgewicht. Ja? Bei den Sechs der Münzen muss ich auch manchmal sagen, das ist immer so eine kleine Vorsicht vor Bedürftigkeit, ne? Weil wir sehen hier ebenfalls auch zwei Menschen, die hier nicht wirklich vom Glück gesegnet sind, so wie dieser Mensch. Ne? Also kann es gegebenenfalls auch wirklich bedeuten, dass man vielleicht wirklich nun langsam aber sicher herauskommt aus einem eventuellen, nicht falsch verstehen, Battle-Modus. Ne? Wir gucken mal weiter, lieber Löwe. Was haben wir hier? Die Königin der Stäbe. Da kann man sagen, das ist grundsätzlich auf jeden Fall deine Energie, weil die Königin der Stäbe repräsentiert oder kann ein Feuerzeichen repräsentieren. Das wäre Widder, Löwe oder aber Schütze, Sonne, Mond, Aszendent. Wie gesagt, es kann wirklich sein, dass du jetzt hier das, dass es dich darstellt. Dann sieht man auf jeden Fall, dass du im Februar Feuer und Flamme bist für etwas. Du bist wieder aktiver, du bist abenteuerlustig, du widmest dich deiner Leidenschaft, du bist selbstbewusst und ebenfalls auch unabhängig. Ne? Also es kann ja ebenfalls auch bedeuten, lieber Löwe, dass du dich hier finanziell unabhängig machst von jemandem. Das ist durchaus möglich, ja? Dass du jetzt wieder in der Lage bist, ja, einfach für dich selber zu sorgen, dir wirklich auch das zu geben, was dir fehlt. Das muss nicht unbedingt immer mit dem Thema Finanzen zu tun haben. Es kann dabei ebenfalls auch um Liebe oder Wertschätzung und so weiter, Geborgenheit gehen. Na, das weißt du jetzt am besten. Ja, und die Königin der Stäbe, die sagt sich, hey, ich gebe mir das selbst, was ich brauche. Ich bin von jemandem abhängig. Na, okay. In gewisser Weise geht es natürlich auch darum, an sich selbst zu glauben. Wir gucken mal direkt weiter, lieber Löwe. Dann haben wir hier für dich die Vier der Kelche, okay. Jetzt hier die Vier der Kelche in der Spiegelung zu den Sechs der Münzen, kann jetzt also wirklich darauf hindeuten, dass man dazu neigen könnte, Hilfe und Unterstützung abzulehnen.
Das kann jetzt wirklich der Fall sein. Des Weiteren kann natürlich jetzt auch damit gemeint sein, dass hier jemand nicht länger auf Hilfe und Unterstützung von anderen abhängig ist. Das ist durchaus auch möglich, lieber Löwe, ja? Weil die Federkelche, muss ich dir sagen, ist auf jeden Fall schon eine Energie der Unzufriedenheit. Man fühlt sich nicht erfüllt, man ist frustriert, man ist eventuell vielleicht auch ein bisschen beleidigt oder man schmollt, ne? Vielleicht hast du auch das Gefühl, mir ist total langweilig. Ja, und hier mit den Liebenden ist dir also gesagt, tu das, von dem du weißt, dass es richtig ist. Treff hier Entscheidungen aus dem Herzen heraus. Und wir haben ja hier ebenfalls bei dir auch die zweite Kelche. Und die zweite Kelche im Prinzip, lieber Löwe, sagen auch, es geht um Herzensentscheidungen, die Zahl 2. Erstens Balance und zweitens Entscheidungen. Gegebenenfalls natürlich auch Beziehungen. Ne? Es kann auch wirklich bedeuten, dass es hier eine Verbindung gibt oder aber eine Beziehung, die dich nicht erfüllt, weil wahrscheinlich das Thema Geben und Nehmen dann vielleicht auch doch nicht zu 100% im Gleichgewicht ist. Ja? Okay, wir gucken mal weiter. Das ist der Bube der Schwerter. Der Bube der Schwerter kann jetzt hier wirklich eine Energie sein, die sehr, sehr ausgesprochen ist. Ne, damit meine ich ganz einfach, der Bube der Schwerter ist jemand, der haut wirklich Dinge raus, ohne drüber nachzudenken. Der sagt wirklich die Dinge so, wie sie sind. Der hält hier nicht hinterm Berg, lieber Löwe. Ja? Manchmal kann es ebenfalls auch bedeuten, mit dem Buben der Schwerter, dass dieser jemand ebenfalls auch sehr provokant sein kann, sehr angriffslustig, eventuell sogar auch streitlustig. Es kann durchaus sein, dass du das eventuell bist, dass du dich hin und wieder vielleicht angegriffen fühlst in Bezug auf deine Situation, wo du dich eventuell nicht wirklich hundertprozentig erfüllt fühlst. Oder aber es kann ebenfalls auch ein Gegenüber betreffen, das weißt du jetzt am besten, ja? Rollen können ja ebenso natürlich auch vertauscht sein. Aber hier, dadurch, dass jetzt hier der Bube der Schwerter gespiegelt ist auf die Königin der Münzen, kann man hier wirklich sagen, lieber Löwe, dass dieser jemand, entweder du oder dein Gegenüber, eventuell relativ sich leicht angegriffen fühlen könnte oder vielleicht auch so ein bisschen provokant ist oder sich leicht angegriffen fühlt. Ne? Das ist ja durchaus ebenfalls auch möglich. Also grundsätzlich kann man hier sagen, das ist eine recht stürmische Energie bei den Buben der Schwerter. Ne? Wir gucken mal, was haben wir hier? Als der Schwerter. As der Schwerter steht auf jeden Fall natürlich für Gespräche, Klärungen. Etwas darf jetzt hier geklärt werden. Es kann hier also wirklich bedeuten, dass es hier etwas zu klären gibt, was mit dem Thema Geben und Nehmen, Ausgleich, vielleicht sogar auch direkt Finanzen zu tun hat. Dann sieht man hier auf jeden Fall, hier wird etwas angesprochen, beziehungsweise auch etwas ausgesprochen. Es kann sein, dass jetzt hier jemand vielleicht dir die Wahrheit offenbart, die auf jeden Fall sagt, hey, hör mal, lieber Löwe, hör mal zu, so und so sieht es gerade aus, so und so kann es nicht weitergehen. Oder aber, lieber Löwe, du bist der oder oder diejenige, die jetzt ja sagt, hey, guck mal, so und so sieht es gerade aus und Unterstützung wäre hier gegebenenfalls eventuell nicht ganz so schlecht, sagen wir es mal so. Ne? Auf jeden Fall haben wir hier Gespräche. Es kann durchaus sein, dass hier Worte fallen können, wo der eine von euch dazu tendieren könnte, beleidigt zu sein oder aber hier etwas ablehnt, in dem Beleidigtsein-Modus eventuell sogar auch kommt. Ne? Okay. So, jetzt würde ich sagen, lieber Löwe, gucken wir direkt weiter mit dem nächsten Kartendeck. Und jetzt verwende ich für dich, das ist das Star Codes Astro-Orakel. Schauen wir jetzt hier also mal weiter, lieber Löwe. Etwas wird möglicherweise auch wirklich geklärt. Etwas, also ich habe trotzdem wirklich das Gefühl, etwas wird in den Ausgleich gebracht. Das ist das, was ich hier wirklich spüre. Ja, da ist ein gewisses Unerfülltsein. Da ist bei einigen von euch zumindest, da ist eventuell eine Frustration, eine eventuelle Langeweile. Aber nur du, lieber Löwe, kannst etwas daran ändern. Ja. Es kann ebenfalls auch bedeuten, dass du hier in einer Verbindung, in einer Beziehung unerfüllt bist. Oder aber dein Gegenüber ist es. Oder vielleicht auch ihr beide. Ja? Aber ich habe dir ja vorhin auch schon gesagt, dass hier etwas aufhört. Etwas darf hier losgelassen werden. Ja? Ich habe auch wirklich das Gefühl bei einigen von euch, entweder ist es so, dass man vielleicht wirklich getrennte Wege geht. Aber das Ganze muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe eher das Gefühl, es geht hier um einen Übergang. Um einen Übergang, um eine Veränderung, um eine Transformation. Ne? Das ist das Gefühl, was ich hier ebenfalls
sehr, sehr stark vermittelt bekomme. Und wie gesagt, lieber Löwe, das Ganze ist ein allgemeines Orakel. Mehrere Szenarien sind hier möglich und du musst gucken, wie das Ganze für dich passt und ob, okay? So, Löwe, weitere Einsichten bitte. Es kann sein, dass du es ja mit einem Zwilling zu tun hast, Sonnenmond-Aszendent. Aber wir haben hier mit der liebenden Zwillinge-Energie und der Bube der Schwerter kann hier gegebenenfalls auch für einen Zwilling stehen. Na? Mit dem Tod hätten wir jetzt ebenfalls auch Skorpion-Energie, aber ich würde das jetzt von Sternzeichen nicht abhängig machen. Zwillinge-Energie ist ja lediglich auch die Energie der Kommunikation, der Gedanken, gegebenenfalls auch der Ideen, lieber Löwe. Es kann gegebenenfalls auch wirklich bedeuten, dass du jetzt hier einige Ideen bekommst, vielleicht sogar auch direkt Geistesblitzer. Geistesblitze, Ideen, um hier eine Frustration, eine eventuelle Langeweile, ein Unerfülltsein zu überwinden, um wieder mehr Aufregung, mehr Balance in deinen Alltag, in dein Leben oder sogar auch in deine Beziehung zu bringen. Okay, jetzt schauen wir weiter, lieber Löwe, für dich in den Monat Februar. Was bringt der Februar noch dem Löwen? Löwe, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, was kommt jetzt noch im Februar auf die Löwen zu? Okay, Nummer 1. Weitere Energien bitte für Löwe. Jetzt im Februar. Okay. Eine Karte mindestens hätte ich jetzt ganz gerne noch. Manchmal steht der Bube der Schwerter auch manchmal eher so ein bisschen für Geschwätz. Ja, also es kann ja wirklich auch sein, dass hier jemand ja so ein bisschen so ein Schwätzer ist, also so ein bisschen lästert vielleicht und tratscht. So etwas kann ja ebenfalls auch bedeuten. Also passt da so ein bisschen auf, dass du dich davon fernhältst. Ne? Vor raueren Energien, ja. Vor runterziehenden Energien und auch ebenfalls Menschen. Okay, jetzt guck mal weiter. Februar. So, ich hätte jetzt ganz gern noch eine Karte. Eine Karte bitte noch für die Löwen jetzt im Februar. Was ist da jetzt noch die Botschaft für Löwe? Ja, die sind ja auf jeden Fall schon ziemlich gesprächig mit dir. Also, mit der fange ich jetzt mal an. Das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Denn du hast hier wirklich Trine und Symbiosis. Also es geht hier wirklich, Trine ist eine sehr, sehr beruhigende Energie, eine sehr harmonisierende Energie. Und das passt auf jeden Fall, wenn du mich fragst, sehr, sehr gut zu den Sechs der Münzen. Ne, das ist, da habe ich dir ja vorhin gesagt, dass das hier wirklich auch eine sehr, sehr beruhigende Energie ist. Also es kann hier wirklich sein, bei einigen von euch, dass hier entweder ein Konflikt, etwas, was dir schwer zugesetzt hat oder vielleicht auch ein Mangel in den Ausgleich kommt. Ne? Das ist auf jeden Fall, was man sehen kann. Auf jeden Fall, Unterstützung ist auf jeden Fall da, weil Schwein ist auch die Energie der Unterstützung, gegebenenfalls auch die Energie der himmlischen Unterstützung und ebenfalls auch die Energie, wo Dinge harmonisiert werden, wo es leichter wieder, ja, wo es geschmeidiger vorwärts geht, sag ich mal, wo Dinge wieder ins Fließen kommen. Ja, wo Dinge wieder mehr in Bewegung kommen. Und hier, die Vier der Kelche ist jetzt nicht unbedingt eine Energie, die wirklich beweglich ist. Das ist eine Energie, wo man stagniert, wo nichts vorwärts geht. Ne? Also kann es ja wirklich bedeuten, dass du jetzt ab Februar, lieber Löwe, wieder mehr ja, aktiver wirst, hier mit der Königin der Stäbe. Dass die Energien in dir oder auch du allgemein wieder leichter fließen, dass du jetzt hier in die Aktion gehst. Ja, und gegebenenfalls auch wirklich deine Ideen hier wirklich auch umsetzt. Ne, die du hier auf jeden Fall hast. Was auch immer das ist, ne, das weißt du jetzt am besten, wie zum Beispiel ja, ein neues kreatives Hobby, ein neues Projekt, dem du dich widmest oder keine Ahnung, das weißt du jetzt wirklich, wie gesagt, am besten. Ne? Okay, was haben wir drunter? Ach so, da fällt mir jetzt ja gerade ein, Trine steht auch manchmal so ein bisschen für Lazy Energies. Ne, also faule Energien so ein bisschen. Ne? Und das Thema Faulheit könnte vielleicht auch bei einigen von euch ein Thema sein. Entweder ist es bei dir oder aber vielleicht bei deinem Gegenüber. Ne? Aber hier trotzdem bleibe ich bis jetzt wirklich bei der Aussage, dass hier wieder mehr Schwung reinkommt. Ne? Mir fällt hier vor allem das Feuer sehr stark auf, was jetzt hier um den Mann hier drum herum ist.
Na, und Feuer ist in Bewegung, Feuer ist Aktion, Leidenschaft, Lebendigkeit, ne? Okay, was haben wir hier drunter? Okay, da haben wir jetzt hier Ceres mit Nurture. Es geht hier also um das Nähren. Zum einen habe ich das Gefühl, dass es hier eine Partnerschaft gibt oder aber ja, allgemein eine Verbindung. Das kann auch die Verbindung zum besten Freund sein, zur Mutter, wie auch immer. Diese darf jetzt hier mehr genährt werden. Ja, es kann jetzt also sein, dass hier unabsichtlich natürlich in der letzten Zeit etwas oder jemand vernachlässigt wurde. Oder vielleicht auch die Romantik in eurer Verbindung. Das ist durchaus auch möglich. Generell ist das auch die Energie der Ernte, weil wir haben hier auch eine Sense abgebildet. Und Sense steht ja auch für Arbeit und für Ernte. Na? Vielleicht spielt ebenfalls auch das Thema Ernährung bei dir eine wichtige Rolle, dass du jetzt auch deine Ernährung umstellst, dich gesünder ernährst. So, lieber Löwe, dann haben wir hier für dich. Da haben wir jetzt das erste Haus. Okay, das erste Haus steht grundsätzlich auf jeden Fall natürlich für dich. Na, das ist dein Charakter, deine Individualität, deine Persönlichkeit ist hier gefragt. Bei dem ersten Haus geht es ebenfalls natürlich auch um deinen Körper, deinen Geist, deine Seele, kann man sagen. Na, also hier jetzt vor allem auch mit der Karte Nurture kann es wirklich, ja, kann es ebenfalls wirklich bedeuten, dass du jetzt auch beginnst, dich mit Dingen zu nähren, die dir hier wirklich gut tun. Und das ist ja auch die Energie der Liebenden, lieber Löwe. Na, dass man hier wirklich zurückkehrt, eventuell zur guten Gesundheit oder zu sich selbst. Das kann jetzt hier ebenfalls auch sein. Arrival auf Deutsch heißt ebenfalls auch so etwas wie Ankunft. Es kann auch wirklich bedeuten, dass hier eine Ankunft in irgendeiner Art und Weise hier eine Rolle spielt. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt weiter. Dann haben wir jetzt hier für dich, das ist der Deszendent mit der Einladung. Okay, Ankunft und Einladung haben wir hier. Das ist ziemlich interessant. Es kann jetzt also wirklich bedeuten, dass du einen Vorschlag bekommst, beziehungsweise eine Einladung. Ne? Einladung zu einem gesellschaftlichen Ereignis, Einladung zum Geburtstag, zur Hochzeit, was auch immer. Ne? Das kann für einige von euch jetzt hier eine wichtige Rolle spielen. Hochzeit, Geburtstag, eine Einladung und so weiter. Mit den Federkelchen jetzt hier so ein bisschen kann es also bedeuten, dass einer von euch eventuell sagen könnte, nö, ich habe keine Lust, weil das Thema Ablehnung in gewisser Weise spielt hier schon so ein bisschen eine Rolle. Ja, das hier lediglich ist auch oftmals, lieber Löwe, eine Energie, wo man darauf aufpassen darf, was man auf Deutsch gesagt ins Haus lässt. Also achte ebenfalls auch auf die Energien, die du aufnimmst oder generell auch die Dinge, die du aufnimmst. Auch ja genau, ebenfalls auch essenstechnisch. Na, was haben wir hier? Das ist Stier. Interessant, weil Stier ist auch die Energie, die für Lebensmittel, für das Essen, für Mahlzeiten stehen kann. Na, ich habe wirklich das Gefühl, lieber Löwe, das sieht hier wirklich sehr, sehr stark danach aus, dass es für dich sehr, sehr stark darum geht, dich hier sehr, sehr gut zu nähren. Es kann auch bedeuten, dass es hier mit einem Stier zu tun hast, Sonnenmond, Aszendent, vielleicht auch wirklich Aszendent Stier, vielleicht bist du Aszendent Stier, wenn du mir jetzt hier gerade zusiehst. Das kann der Fall sein. Ein Stier kommt auf dich zu, macht dir einen Vorschlag, eine Einladung, so etwas in der Rolle. Du arbeitest eventuell mit einem Stier zusammen, Sonnenmond, Aszendent wohlbemerkt. Sowohl in der vedischen als auch in der westlichen Astrologie natürlich. Aber Stierenergie ist auch die Energie, wo es wieder natürlich auch wieder um das Pflegen geht. Ne, sich pflegen, sich sehr, sehr gut um sich selber zu kümmern, sich vielleicht auch um das Aussehen zu kümmern. Hier, das erste Haus steht ebenfalls auch für dein Aussehen. Also kann es auch lediglich bedeuten, dass du jetzt dir. Ja, dass du dich wieder vermehrt schön machst, dass du wieder an dein Aussehen arbeitest, dass du vermehrt auch wieder Sport treibst. Ja, dass du dich nicht mehr so wirklich hängen lässt. Lieber Löwe, sollte das bei dir irgendwie der Fall gewesen sein? Na, weil wir haben hier durchaus schon die Federkelche und das ist eine Energie von Frust und ne und so weiter. Das ist, ja, ich will es nicht sagen, das ist eine Energie der, ja, des sich hängen lassens, kann aber auch sein. Ne, es ist auch manchmal eine Energie der Bequemlichkeit. Ne? Und da habe ich jetzt hier wieder auf jeden Fall das Gefühl bei dir, lieber Löwe, dass du hier wirklich beginnst, dich wieder richtig schick zu machen, deine Figur zum Beispiel auch zu betonen, Make-up zu tragen, wenn du eine Frau bist oder von mir aus auch Mann, wie auch immer, was dir lieb ist. Ne? Okay, das kann jetzt hier also auch damit gemeint sein. Des Weiteren, Stierenergie ist auch die Energie natürlich der Finanzen. Ne? Und diesbezüglich kann es auch wirklich sein, dass du hier Unterstützung bekommst. Das habe ich dir vorhin ja auch gesagt mit den 6er Münzen. Und hier sehen wir das jetzt hier mit Trine und ebenfalls mit Stier noch einmal. Na, hier kommt Unterstützung bzw. eine beruhigende Energie rein, was mit dem Thema Geld,
Besitz, Eigentum, Finanzen zu tun hat. Okay? Gut, jetzt würde ich sagen, gucken wir weiter, lieber Löwe. Und ich mache jetzt weiter, da muss ich mal eben schauen. Okay, was verwende ich jetzt für dich? Da muss ich jetzt wirklich ganz klar überlegen. Okay, ich habe mich entschieden. Ich verwende jetzt für dich das Moonology-Orakel von Jasmine Boland. Also ich muss auch sagen, dass ich bei dir schon eine langsamere Energie wahrnehme. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Stillstand, sondern allgemein ruhiger, langsamer. Ne? Also das ist die Energie, die ich bei dir, lieber Löwe, im Februar sehr stark wahrnehme. Kann jetzt also gegebenenfalls auch wirklich bedeuten, dass du dir hier in Bezug auf etwas mehr Zeit lässt. Ja, das kann ja ebenfalls auch sein. So, jetzt hätte ich ganz gerne bitte weitere Botschaften jetzt hier für Löwe im Februar. Was bringt jetzt der, ich höre vielversprechend, okay. Irgendetwas im Februar scheint hier für einige von euch vielversprechend zu sein. Lieber Löwe, ich bekomme ebenfalls auch gerade die Botschaft, das mag jetzt nicht unbedingt auf alle von euch zutreffen, das kann jetzt wirklich wenige von euch betreffen. Ich spüre hier wirklich die Energie von, oder die Botschaft, Hände weg von langsam machenden Substanzen. Ja, also Finger weg von irgendwelchen Substanzen, die dich schläfrig machen, die dich, dich auf Deutsch gesagt wirklich lahm machen. Ja, weil bei einigen von euch, muss ich sagen, spüre ich schon eine gewisse träge Energie, eine Trägheit. Ne? Das nehme ich hier schon wahr. Sieht man ja auch irgendwo bei den Federmünzen, da ist eine träge Energie. Ich weiß nicht, was du tust, was du vielleicht auch zu dir nimmst, aber daran könnte es liegen. Ne? Es gibt natürlich auch gewisse Substanzen, ich will jetzt nicht mehr darauf eingehen, die so ein bisschen auf Deutsch gesagt wirklich lahm machen, ne? Die dich ausbremsen und die dich gegebenenfalls ebenfalls auch schläfrig machen. Ja? Okay, weitere Botschaften jetzt bitte. Deswegen ist jetzt hier ebenfalls auch ganz, ganz wichtig für einige von euch. Achtet hier wirklich wieder gut auf euch, auf euren Körper. Ja? Das erste Haus und auch Stier können hier beide wirklich auch für den physischen Körper stehen, lieber Löwe. Ja? Solltest du irgendwelche Symptome haben körperlich, dann wende dich bitte an einen Arzt, Heilpraktiker oder wie auch immer. Ja? Okay, so, Löwe. Weitere Energien bitte für Löwe jetzt im Februar. Was kommt jetzt noch im Februar auf Löwe zu? Weitere Energien bitte für Löwe im Februar. Bin ich gespannt. Löwe, Februar, okay, die wollte auf jeden Fall schon mal, so, eine hätte ich jetzt ganz gerne noch eine Karte bitte für Löwe, Löwe, Februar. Okay, da haben wir sie. Okay, damit fange ich jetzt mal an, weil ich die schon sehe vor mir. Da haben wir als erstes für dich jetzt hier den Vollmond im Krebs. Es gibt hier also ein persönliches Problem, was jetzt hier eine Erlösung oder aber eine Lösung erreicht. Also Krebsenergie oder beziehungsweise auch persönliches Problem. Damit ist natürlich auch irgendwo das Seelische gemeint, aber ebenfalls auch die Psyche, lieber Löwe. Ja, also hier geht es auf jeden Fall darum, dass es hier ein persönliches oder vielleicht auch psychisches Problem geben könnte, was jetzt hier aufgelöst werden darf. Ja, passt ebenfalls, naja, schon so ganz gut auch zu dem Federkelchen. Ne? Da hatte ich auch schon so ein bisschen das Gefühl, okay, da könnte es etwas geben, was Löwe jetzt hier auflösen darf. Und da kann es wirklich bedeuten, dass du, entweder ist es so, dass du dich selber aufpäppelst, dass du selber deine vier Buchstaben wieder hochbekommst. Das ist jetzt um Gottes Willen nicht böse gemeint, aber so bekomme ich das hier wirklich rein. Oder aber kann es wirklich bedeuten, dass du hier wirklich Unterstützung bekommst von jemandem, der dir hier wirklich helfen kann in Bezug auf ein sogenanntes Problem, was dich hier wirklich beeinträchtigt, was auch immer das ist. Na? So, damit mache ich jetzt weiter. Dann haben wir für dich die Karte. Glaube hier an deine Träume.
Zum einen kann es jetzt hier wirklich bedeuten, vertraue dem, was du nachts träumst. Ne? Es kann also bedeuten, dass du da einige Botschaften bekommst über deine Träumer. Des Weiteren kann es jetzt natürlich auch bedeuten, glaube an deine Träume. Verwirkliche sie. Weil, wie gesagt, mit dem Ass der Schwerter und auch mit dem Buben der Schwerter ist die Wahrscheinlichkeit, lieber Löwe, sehr, sehr hoch, dass du hier wirklich Botschaften, Ideen, Einfälle, Geistesblitze bekommst, wo es wirklich darum geht, diese ebenfalls auch umzusetzen. Na, hier, Herzensentscheidungen, lieber Löwe, das spielt für viele von euch jetzt im Februar eine wichtige Rolle. Das kann sich auch, wie gesagt, wirklich auf das Berufliche beziehen. Drunter haben wir für dich die Karte Neumond im Schützen. Glück ist hier auf deiner Seite. Also, wir haben hier ebenfalls auch einen Bogenschützer oder Pfeil und Bogen abgebildet. Also geht es ebenfalls auch darum, wirklich Ziele zu setzen. Wohin soll es gehen? Ja, und dann geht es jetzt hier wirklich für dich darum, dementsprechende Entscheidungen zu treffen und ebenfalls auch eine gewisse Routine sein zu lassen, lieber Löwe, die dich hier ausbremst. Ja, das, also ich spüre hier wirklich ausbremsende Energien. Das kannst du selbst sein, das kannst du tun haben mit einer Partnerschaft, aber du selber bist für dein eigenes Leben und für dein Glück verantwortlich. Ne? Aber hier kannst du generell natürlich davon ausgehen, rechne hier wirklich auch mit gutem Gelingen, auch in Bezug auf eine Sache, die dich hier schon wirklich, ja, auf Deutsch gesagt, einfach belastet. Ne? Schütze-Energie ist generell die Energie des Verreisens auch. Vielleicht möchtest du verreisen im Februar. Schütze ist auch die Energie von Optimismus, Abenteuerlust und ebenfalls auch Risikobereitschaft. Und ebenfalls auch des Lernens. Vielleicht möchtest du beginnen, etwas Neues zu lernen. Ja, der Bube der Schwerter ist auch jemand, der ist wissbegierig, der ist neugierig. Also es kann auch wirklich sein, dass du wieder etwas über ein Thema lernst, was dich hier wirklich interessiert, lieber Löwe. So, dann haben wir hier für dich, das ist Vollmond im Wassermann, zeige der Welt dein wahres Selbst. Damit kann jetzt hier zum einen gemeint sein, natürlich sei authentisch, sei so, wie du wirklich bist. Wassermann-Energie ist wirklich auch die Energie von Authentizität, von Originalität. Ne? Das wird jetzt auch für viele von euch jetzt im kommenden Februar eine wichtige Rolle spielen, dass du wirklich dich so zeigst, wie du wirklich bist. Ohne Masken, ohne dich zu verstellen, ohne jetzt auch einfach mal everybody's Darling zu sein. Ja? Aber was ich hier ebenfalls auch spüre, ist, dass es durchaus sein kann, dass du jetzt auch wirklich beginnst, deine Gefühle zu zeigen, jemanden zu zeigen oder vielleicht auch zu sagen, wie du dich fühlst. Ja, wir haben hier Krebs, Krebsenergie, da geht es um die Gefühle, die Emotionen. Und hier geht es darum, etwas zu zeigen. Zeige also, wie du dich wirklich fühlst. Na, vielleicht hier wirklich jemanden, der sich in deinem Bereich wirklich auskennt. Ein Mentor, ein spiritueller Berater, ein Schamane, ne, oder Therapeut, so etwas in der Richtung, das kann damit auf jeden Fall natürlich gemeint sein. Na, grundsätzlich kann es ebenfalls auch bedeuten, lieber Löwe, bekomme ich jetzt hier gerade gesagt, einige von euch, ihr habt hier etwas getan, auch vielleicht auch wirklich beruflich, habt ihr eventuell Masken getragen, seid hier. Habt Dinge getan, von denen ihr eigentlich wisst, okay, das ist hier nicht richtig, das fühlt sich nicht stimmig an. Und deswegen wird es jetzt für dich ab Februar darauf hinauslaufen, dass du jetzt dass du wieder in deine wahre Essenz kommst, dass du beginnst, dich auch wirklich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Und ich erinnere mich daran, lieber Löwe, dass das jetzt hier, dass ich dir damit nichts Neues erzähle. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Na? Und ich habe dir das auf jeden Fall schon mal gesagt. Na? Und ich bekomme ebenfalls auch gerade für dich rein, solltest du es wirklich mit gewissen Problemen zu tun haben, mit Einschränkungen, mit Schwierigkeiten und so weiter, mit Melancholie und so weiter, dann deshalb, weil du nicht du selbst bist, weil du nicht deinen Wünschen und Träumen folgst, sondern genau das Gegenteil dessen tust. Ja, das ist ja der Grund dafür. Das habe ich jetzt gerade wirklich gerade so gespürt, lieber Löwe. Okay. So, ich bekomme jetzt auch gerade rein, es ist Zeit für das letzte Kartendeck und deswegen machen wir das so. Und jetzt würde ich sagen, verwende ich für dich, das ist das Orakel der Göttinnen von Doreen Virtue. Deine Träume sind es auf jeden Fall wert, lieber Löwe, gelebt zu werden.
lebst du für andere oder lebst du jetzt auch einfach mal endlich für dich? Und du hast hier zwei Vollmondenergien, ne? Und bei Vollmond geht es ja auf jeden Fall auch um das Loslassen. Es geht ums Loslassen, es geht darum, dass etwas zu Ende geht, es geht um einen Kreislauf, der sich schließt, aber eventuell ist sogar auch eine Feierlichkeit. Ein Fest sozusagen, das nämlich auch bei einigen von euch war. Also bei einigen von euch nehme ich hier schon das Thema Fest oder ein Geburtstag, Hochzeit, so etwas in der Richtung war. Ne? Und wie gesagt, das Glück begleitet dich hier auf jeden Fall. Das Glück ist hier auf jeden Fall auf deiner Seite, während du jetzt hier ebenfalls auch Entscheidungen aus dem Herzen heraus wirklich triffst, lieber Löwe. Ne? Okay. Was sind jetzt die Botschaften für Löwe im Februar? Bitte weitere Energien. Weitere Botschaften für Löwe jetzt im Februar. Okay, was bringt jetzt der Februar noch dem Kollektiv der Löwen? Weitere Einsichten bitte. Löwe, Februar. Was bringt der Februar jetzt noch dem Kollektiv der Löwen? Also ich hätte ganz gerne noch mindestens eine Karte. Mindestens eine Karte bitte noch für Löwe im Februar. Eine weitere Botschaft bitte für die Löwen jetzt im Februar. Okay, noch eine. Löwe. Na, die wollte jetzt noch. Okay, pass auf, ich werde jetzt noch eine rausspringen. Bitte weitere Einsichten. Weitere Einsichten jetzt hier für Löwe. Noch eine Botschaft bitte für Löwe jetzt im Februar. Okay, da habe ich sie. So, lieber Löwe, mit der einen muss ich jetzt beginnen, weil ich die quasi schon vor mir sehe. Da hast du jetzt hier zu Beginn, oder ja, da hast du jetzt hier Isolde mit der unsterblichen Liebe. Die Liebe, die ihr geteilt habt, währt ewig, unabhängig von der äußeren Situation. Lieber Löwe, ich habe das Gefühl, dass es für dich jetzt immer noch darum geht, über jemanden hinwegzukommen. Ja, weil, das ist nämlich auch genau das, was ich mehr oder weniger schon so gesehen habe. Wir haben hier bei dir die zwei der Kelche und wir haben hier den Tod. Ja, also hier kann es wirklich bedeuten, dass jetzt hier das Ende einer Verbindung hier auf jeden Fall ein Thema sein kann. Und hier diese Karte steht auf jeden Fall natürlich auch für Herzheilung. Ja, sie steht für Herzheilung und ja, schon in gewisser Weise, ich muss sagen, leider für Schmerz. Sie steht für Kummer, sie steht für Schmerz, aber ebenfalls steht die Karte auch für Heilung. Ja, also hier geht es wirklich darum, noch einmal über jemanden oder über etwas hinwegzukommen. Es muss nicht unbedingt jemand, ein Ex-Partner sein. Es kann auch jemand sein, den du vielleicht kürzlich oder auch vor einiger Zeit verloren hast, lieber Löwe. Ja, dann sieht man hier auf jeden Fall, dass es in gewisser Weise noch eine Rolle spielt und dich hier auch wirklich beeinträchtigt. Es kann auch wirklich bedeuten, dass du da darüber jetzt beginnst, auch zu reden und jemanden auch wirklich sagst oder auch zeigst, wie du dich darüber fühlst. Ja, deiner Familie, deinem Gegenüber, deinem Partner, deiner Partnerin, ne? Das wird ja auf jeden Fall Thema sein bei dir, noch einmal über etwas oder jemanden hinwegzukommen, ne, da auf jeden Fall zu heilen, okay. So, dann haben wir hier für dich die Karte, Aphrodite mit der inneren Göttin. Erwecke die Göttin in dir durch Tanz, Wertschätzung deiner Göttlichkeit und indem du dir Gutes tust. Passt auch im Prinzip zu dem, was ich dir auch schon gesagt habe, ne? Ich hätte gesagt, dass es für dich auch darum geht, jetzt im Februar dich wieder mehr um dich zu kümmern, ne? Es kann hier also wirklich sein, dass du einen Verlust eingesteckt hast, lieber Löwe. Und nun ist es ab Februar so, dass du wirklich beginnst, wieder dich aufzurappeln. Ja, das ist das, was man hier wirklich ganz, ganz klassisch bei dir sehen kann. Bei einigen von euch ist es auf jeden Fall ein Thema, was dir sehr, sehr nahe geht. Ist ja klar, jeder Verlust geht einem natürlich auch irgendwo nahe.
Na, aber hier durch die Karte jetzt hier Liebe und wir haben jetzt hier bei dir auch die Aphrodite. Warte, ich zeig's dir nochmal, sofern ich sie rausbekomme. Und wir haben jetzt hier bei dir ebenfalls auch die Aphrodite und das ist die Göttin der Liebe. Na, also das Ganze ist auf jeden Fall entweder eine Liebesthematik oder aber es ist jemand, der dir, hier ist jemand mit involviert oder war involviert, der dir hier wirklich sehr, sehr nah am Herzen liegt. Okay. Was haben wir hier für dich? Das ist Ona mit Leichtigkeit. Okay, es gibt keinen Anlass zur Eile oder dazu, die Dinge voranzutreiben. Alles geschieht zu seiner Zeit. Also, ich habe dir ja gesagt, ich spüre bei dir sehr, sehr langsame Energien. Es wird einfacher, na, einfacher auch, das spüre ich, es wird leichter. Es wird leichter durch die 6 der Münzen, die ich hier wahrnehme. Etwas wird einfacher, etwas wird leichter. Möglicherweise auch dieser Schmerz, dieser Kummer. Ja, das sieht man hier auf jeden Fall auch. Also, Löwe, du bist ja auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Das ist das, was man hier auf jeden Fall sagen kann. Aber grundsätzlich sehe ich natürlich hier auch für dich, lass dir hier auf jeden Fall Zeit. So ein Heilungsprozess ist nicht von jetzt auf gleich Geschichte. Na? Und das braucht seine Zeit. Und ich spüre jetzt hier gerade, ich bin ja ebenfalls auch hellfühlig, und ich spüre jetzt gerade, dass mir hier ums Herz richtig warm wird. Na? Also hier bei dir spielt das Herzchakra, dein Herz, deine Gefühle hier eine sehr, sehr starke Rolle. Ne? Aber hier ist ebenfalls natürlich auch Geduld gefordert. Und ebenfalls alles geschieht zu seiner Zeit. Das göttliche Timing ist hier ebenfalls etwas, was hier eine Rolle spielt bei dir in dieser Angelegenheit. Ne? Dieses Aufarbeiten von etwas, dieses Loslassen. Ja, es braucht Zeit, lieber Löwe. Was haben wir hier? Generell kann man auch sagen, dass es darum geht, dass du dir hier Zeit lassen sollst, wenn es für dich darum geht, ja, deine Träume umzusetzen, ja, dich unabhängig zu machen, vielleicht auch. Ah, guck mal, interessant. Wir haben jetzt hier bei dir die Göttin Bast mit der Unabhängigkeit. Deine Unabhängigkeit ist die Grundlage deiner Stärke und deines Erfolgs. Also bei dir geht es auf jeden Fall natürlich um das Thema Unabhängigkeit. Dich unabhängig zu machen von jemandem, entweder wirklich beruflich, partnerschaftlich, ne, dass du jetzt beginnst, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, vielleicht auch wirklich finanziell. Das kann hier wirklich auch ein Thema sein. Also wie gesagt, hier kommt eine leichte, harmonischere Energie auf jeden Fall rein bei dir im Februar. Das ist das, genau das, was man hier sagen kann. Na, wir haben hier bei dir auch sehr, sehr stark die Farbe Gelb. Und Gelb ist deine innere Sonne. Das ist Solarplexus-Chakra. Da geht es um deine Energie, wo ich wiederum das Gefühl habe, dass du auch vermehrt im Februar wieder Energie haben wirst. Das sagt mir ebenfalls auch die Königin der Stäbe. Na, so, was haben wir hier? X-Shell, okay, mit der Medizinfrau. Du bist ein Kanal für göttliche Heilenergie. Also hier sieht man, ich spüre bei dir ganz, ganz stark, hier wird etwas geheilt. Ne? Ein Herz wird geheilt, Heilung von altem Schmerz, altem Kummer, das Hinwegkommen über etwas oder jemanden spielt hier auf jeden Fall eine Rolle. Ja, es kann natürlich auch sein, dass einige von euch hier Heiler sind. Das ist durchaus möglich, aber man sieht hier, Heilung fließt auf jeden Fall zu dir und ebenfalls, ja. Eine sehr beruhigende Energie und ebenfalls auch Unterstützung. Lieber Löwe, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz doll fürs Zusehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Februar und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Tschüss.